Dr. Otto Habsburg. Darf ich Sie zu mir bitten, ausnahmsweise einmal zum Thron, also umgekehrt. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind. So, nehmen Sie Platz. Dann bleiben wir beim Republikanischen, nicht wahr? Ja. Herr Doktor, jetzt haben wir es schon angesprochen, 1912 geboren. Es ist ja ganz faszinierend, wenn man Ihren Lebenslauf ansieht. Sie haben gewissermaßen wie kaum jemand im Zeitraffertempo schon Zeitgeschichte erlebt, nicht? Ja. 1912 geboren, 1914 beginnt der Weltkrieg, 1916 stirbt Ihr Taufpate, der Urgroßonkel, ja, Kaiser Franz Josef I. Genau. Im selben Jahr wird Ihr Vater gekrönt. Und 1918, also wieder 2 Jahre Abstand, dankt Ihr Vater ab, also das Ende der Monarchie. Ja. Und dann gibt es also die erste Auswanderung 19 in die Schweiz, dann den Versuch zweimal der Restauration in Ungarn und dann wieder in die Schweiz. Gibt es eigentlich Jugenderinnerungen an diese Zeit? An die Krönung, an das Begräbnis von Kaiser Franz Josef. Ich erinnere mich an den Kaiser Franz Josef persönlich, den letzten Besuch, den wir bei ihm gemacht haben. Ich erinnere mich an einige der Regierungskrisen während des Lebens meines Vaters. Wenn ich es richtig sehe, glaube ich, von Ihren Geschwistern waren ja, 8 sind Sie insgesamt, Sie haben 7 Geschwister, also 8. Ja. Und 4, glaube ich, sind ja noch im Bereich, im Zeitraum der Monarchie geboren worden. Ja. Aber emsig, wie Ihr Vater war, trotz der Schere der Zeit. Der 5. ist noch in der Monarchie geboren, mein Bruder Karl. Es sind aber dann noch 2 gekommen, es waren also dann insgesamt 20. Dann kommt mein Bruder Rudolf, meine Schwester Charlotte und meine Schwester Elisabeth. Und das war sicher eine schwere Zeit, auch für Ihre Mutter damals, den politischen Ereignissen und gleichzeitig 8 Kinder. Sie sind ja einen Großteil des Lebens aufgewachsen, dann zunächst, glaube ich, in Spanien und in der Schweiz. Ja. In die Schule in gegangen. In der Schweiz nicht mehr. Aber in die Schule gegangen sind Sie? In Spanien. Ja. Und bis 1929? Ja. Welche dann Schule bin ich Sie in Belgien gewesen. Da habe ich zu Hause gelernt. Ja. Da habe ich nach dem österreichischen und nach dem ungarischen Programm gelernt. Und dem habe ich zu verdanken, dass für heute für mich Ungarisch überhaupt kein Problem ist. Wollte ich gerade sagen, die Sprachen waren eine wichtige Sache. Welche Sprachen sprechen Sie? Schauen Sie, ich spreche, sagen wir, 7 halbwegs gut. Also das ist dann? Das ist Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch. Ungarisch. Italienisch, ja. Ich kann Reden halten auf Italienisch. Kroatisch habe ich unlängst bemerkt. Kroatisch habe ich früher einmal fließend gesprochen. Aber Sie haben es verstanden. Ich habe alles verstanden. Aber ich traue mich noch nicht zu reden. 23 ist der Vater ja gestorben. Ja. Nicht? Ja. Dann ist die Mama mit Ihnen, letztendlich sind Sie dann in Belgien gelandet. Sie sind ja weggegangen und im Zusammenhang mit der Errichtung der Republik sind ja das Eigentum des Hauses Habsburg verfallen, der Republik. Wovon haben Sie eigentlich gelebt in all diesen Jahren in der Emigration? Da haben wir Unterstützung bekommen. Ja. Dann habe ich selbst... Von Verwandten und Freunden auch? Ja, von Freunden hauptsächlich. Ja. Sie haben ja die Zeit nicht unbedingt in Notquartieren verbracht, sondern gelegen in Schlössern. Schlössern nicht mehr, Gott sei Dank. Naja, schon. Das ist nicht so unbequem. Oder jedenfalls in größeren Häusern, nicht wahr? Ja. Ja, jedenfalls die Heimkehr nach Österreich war ein gewisses ein Drang bei Ihnen. Nun, und das ist Ihnen dann im Ständestaat kurzzeitig gelungen. Nicht? Nein, da konnte ich auch nicht. Ich meine, da war es schon zu schwierig, wie die Habsburger Gesetze aufgehoben worden sind. 35, glaube ich. Ja, das war dann so, dass ich eigentlich gezwungen war. Und bitte, das ist nicht eine Schuld der österreichischen Regierung, sondern das war der internationalen Lage, gezwungen war, mit Kanzler Schuschnigg auszumachen, dass ich erst zurückkommen würde, wenn es die österreichische Regierung als richtig und opportun empfinden würde. War, wir müssen ja dann auf Ihren Lebensweg, doch Lebenskünstler, es geht sich um Ihren Lebensweg, aber der ist ja nicht zu trennen von dem der Familie. Ja. Sie haben 7 Geschwister, sind also 8. Ja. Sie haben 7 Kinder. Ja. Also Sie waren ein emsiger Habsburger, es waren ja viele Habsburger emsig, 2 Brüder haben ja auch einige Kinder. Ja. Ich habe auch 18 Enkel jetzt. Sie haben 18 Enkel jetzt, also ich meine... Ja. Ist beruhigend, es stirbt nicht aus. Es wäre gar nicht so schlecht, wenn die alle hier dann Steuer zahlen würden, wir suchen ja Steuerzahler auch, aber einige sind ja da, nicht? Ja. Leben wir auch hier. Also Sie haben ja viele Kinder und Sie haben ja eine gewisse Tradition auch gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich Sie uns gesehen habe, dass es doch eine sehr strenge Ordnung und Rangordnung in Ihrer Familie gibt, eine gewisse Disziplin. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Ich verdanke das natürlich sehr weitgehend meiner Mutter, die das schon eingeführt hat.
Na, weil ich auch der alte Kaiser Franz Josef auch ein sehr, sehr eher spartanischer Typ. Ja, das also, war sie ihr ganzes Leben. Es ist ihnen eigentlich gelungen, sie und ihren Kindern, dich eigentlich doch immer aus dem herauszuhalten, wovon viele Dynastenfamilien nicht, Adelsfamilien, Hochadelsfamilien nicht verschont geblieben worden sind. Das sind eigentlich die Boulevardzeitungen und die Boulevardpresse. Ja, schauen Sie, das ist irgendwo verständlich. Erstens einmal kommen die in die Boulevardzeitungen hinein, die gewisse Lebensstil haben, den wir nie gehabt haben. Gott sei Dank nicht. Also es gibt eine gewisse Sparsamkeit. Ja. Ich habe jetzt gesehen, dass Ihre Gattin doch auch eine hochadelige, Sachsen-Meiningen, glaube ja. ich, nicht wahr? Eigentlich einen sehr strengen Eindruck auch macht. Ne? Hat die ja, Kinder doch sehr streng erzogen Dank. An der ja. Stange gehalten. Und die beiden Söhne auch streng erzogen zu den Sprachen, zum Lernen. Nicht? Ja. Die beiden schauen ja viel lustiger aus. Und man kann sich vorstellen, dass es schon in der nächsten Generation schwieriger ist, so direkt die Zügel kurz zu halten. Ich habe die Zügel nicht sehr kurz gehalten. Die haben es schon von selbst gefunden. 35 die Systemzeit. Sie haben den Ständestaat ja zunächst begrüßt, später dann nicht mehr so sehr, wenn ich nicht ja. irre. Ich meine, es war immer eine gewisse Differenz zwischen dem Ständestaat und mir. Ja, natürlich kein demokratisches. Bitte, das war es weniger. Gefüge für mich war damals das ganze Problem, wie erhalten wir Österreich gegenüber dem Nazireich. Denn wissen Sie, ich hatte da einen wahrscheinlich einmaligen Vorteil. Ich war in Berlin in den Todeskämpfen der Weimarer Republik. Ich habe da damals schon sehr viele Politiker im Reichstag gekannt. Ich habe daher gesehen, wie so etwas stirbt. Und ich habe gesehen, wie so etwas wie der Nationalsozialismus drankommen würde. Und ich habe speziell einen entscheidenden Vorteil gehabt. Ich habe, bevor Hitler an die Macht gekommen ist, meinen Kampf nicht nur gekauft, sondern tatsächlich gelesen. Was keineswegs leicht war, denn es ist ja im derartig abscheulichen Deutsch geschrieben gewesen, dass ich gesagt hätte, lieber wäre der Titel des Buches gewesen, mein Kampf gegen die deutsche Sprache. Aber ich habe es gelesen. Und da, wenn man das gelesen hat, hat man auch gewusst, was kommen wird. Man hat ja 33, wenn Sie das erzählen ja. wollen, versucht Sie ja, auch zu gewinnen. Ja, der Hitler hat zweimal versucht, mit mir zu sprechen, wie ich in Berlin war. Ich habe es darum abgelehnt, an sich habe ich niemals eine interessante Konversation abgelehnt. Man kann immer was dazu lernen. Und wenn man über die Sicherheit, über die eigenen Ideen sicher ist, braucht man den Dialog nicht zu fürchten. Ich habe es abgelehnt aus einem Grund. Hindenburg hat sich damals vor den Karren dieses Mannes spannen lassen. Mir war vollkommen klar, dass er mit mir das gleiche Spiel bezüglich Österreich versuchen würde. Und das hätte ich unter gar keinen Umständen gemacht. Und daher habe ich es abgelehnt. Im Völkischen Beobachter am 20. April 1938 ja. Heißt so schön, unter der Überschrift Habsburgs entarteter Spross, ein landesflüchtiger Verbrecher, ja. das waren Sie. Ja. Da der Hochverräter landesflüchtig geworden ist, erhielt sich in den letzten Wochen in Paris auf und flennte um Hilfe für das arme unterdrückte österreichische Volk gegen Hitler, wurde ein Steckbrief gegen ihn erlassen. Tatsächlich ja. wurden aber Sie und Ihre Mutter, die ganze Familie, ausgebürgert. Erst ja. 1941, Sie werden sicher noch besser in Erinnerung haben, aber es ist ganz interessant, 1941 gibt es diesen Erlass, dass Sie ausgebürgert sind, ja. in dem heißt es aber drunter, da der Führer jedoch eine öffentliche Bekanntmachung nicht wünschte, wäre für diesen Fall eine besondere Führeranordnung erforderlich. Ja. Können Sie sich vorstellen, warum? Es hätte doch negative Reaktionen offensichtlich gegeben. Denn wissen Sie, es hat doch auch im deutschen Raum, das gilt nicht nur für Österreich, sondern auch für Deutschland, doch für sehr viele Leute der Name Habsburg mit der deutschen Geschichte sehr viel bedeutet. Gut, Sie haben ja in Amerika sich sehr bemüht um Österreich, ja. Hilfsaktionen, okay. so wie viele andere Immigranten auch. Ja. Alle Richtungen, da waren Sie ja zusammengeschlossen ja. sehr, nicht wahr? Natürlich. Auch wenn es Unterschiede gegeben hat. Ja. Man hat ja lange Zeit gesagt, dass Sie sich um die Wiederherstellung Österreichs doch in einem anderen Zusammenhang bemüht haben, im Sinne einer Restaurierung der Monarchie oder eines Reiches quasi, ich weiß nicht, von Ungarn bis Bayern oder ähnliches mehr. Das ist ja nicht alles erfunden gewesen. Bitteschön, das ist teilweise erfunden. Schauen Sie, wenn ich das wirklich ernstlich versucht hätte, bitte, und da muss ich sagen, ist meine juristische Überzeugung die gewesen, man kann nicht über die Zukunft eines Landes entscheiden, aus der Emigration heraus. Das Land muss das selbst entscheiden. Und wie ich mit Roosevelt angefangen habe, wirklich
ernstlich zusammenzuarbeiten, habe ich ihm damals ganz klar gesagt über die österreichische Innenpolitik, aber diskutieren wir nicht, weil ich das erst. Aber es wird Ihnen ja vorgeworfen, dass Sie gerade bei Roosevelt, ich glaube 1943, sehr agitiert haben, nicht für eine Wiederherstellung dieses Österreichs, aber im Sinne des Donauraums. Schauen Sie, ich habe einmal. Ist kein Werturteil, sondern nur eine historische Frage. Bitte, nicht? Ja, ich meine, darauf möchte ich ganz klar antworten. Ich habe natürlich für die Donaukonföderation eingetreten. Zuerst. Dann nicht mehr, wie ich gesehen habe, dass die einzige Lösung die gesamteuropäische Lösung ist. Die Sozialdemokraten, da, vor denen haben Sie die größten Angst in der Regierung gehabt, nach 1945. Ich glaube, die Angst hat sich dann gelegt. Natürlich gab es ja noch eine Periode der versuchten Heimkehr. Ja. Naja, das hat es auch gegeben. Ja, wie schätzen Sie die ein? Nicht? Och, wissen Sie. Zunächst einmal lag es an Ihnen. Sie haben ja lange Zeit die Verzichtserklärung nicht unterschrieben. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe sie auch wirklich nur mit Würgen unterzeichnet. Ja. Denn es ist, ich meine, wenn man den Text liest, ist eine Infamie gewesen. Und ich sage es heute auch, dass es eine Infamie war. Aber ich habe es halt getan, weil ich zur Überzeugung gekommen bin, anderweitig kann ich politisch nicht tätig werden. Damit war ja natürlich das Problem der Einreise noch nicht gelöst. Nein. Das habe ich aber auch gewusst. Wissen Sie, ich habe gewusst, dass da Schwierigkeiten sein würden. Ich wollte nur da eine Sache sagen. In dem Augenblick, wo es mir ganz klar geworden ist, dass die einzige Frage, die wirklich für uns von Bedeutung ist, die europäische Einigung ist, musste ich alles machen, um meine Füße auf den Boden zu bekommen. Man hat Angst gehabt und man hat ihnen misstraut. Haben Sie damals eigentlich noch an eine Errichtung der Monarchie gedacht, an eine Wiedererrichtung? Schauen Sie. Ich meine, Hand aufs Herz. Ja, Hand aufs Herz. Ich werde Ihnen etwas sagen. Ich bin in dieser Frage immer mehr zu einer klaren Überzeugung gekommen. Die Frage der Staatsform ist eine ungemein sekundäre Frage. Man überschätzt sie viel zu viel. Was ist der Sinn des Staates? Das ist, den Bürgern eine Rechtsordnung und die Freiheit zu garantieren. Das ist, und die Sicherheit. Das ist die Aufgabe. Darum habe ich auch, wenn man mich fragt, und das habe ich früher auch schon gesagt, was ich bin, ob ich Republikaner oder Monarchist bin, habe ich gesagt, ich bin weder das eine noch das andere. Aber vielleicht kann man sagen, Sie sind ein republikanischer Monarchist jetzt. Na, also, das würde ich auch nicht sagen. Ich bin Legitimist, das ist ganz was anderes. Ja. Ich bin für legitime Regierungen, das heißt diejenigen, die allgemein angenommen werden. Und ich meine, um es als in die Extrembeispiele zu nennen, man kann. Es wäre grotesk, ein Monarchist in der Schweiz zu sein, und es wäre ebenso grotesk, ein Republikaner in Spanien zu sein. Ja, und das fühlen Sie sich aber als Republikaner heute in Österreich. Ich anerkenne das als vollkommen legitimes. Aber bitte noch einmal, ich bin auch hier in Österreich Legitimist. Na gut, es hat ja den Handschlag gegeben, den berühmten. Natürlich, aber ich habe nie eine Feindschaft über 2 Jahre hinaus dauern lassen. Das ist tatsächlich auch ein Stück Lebensweisheit. Ja, das ist es. Feindschaften auch. Nicht um ihrer selbst willen da pflegen, um Gottes Willen, sondern nicht, sie auch begraben. Sondern überall begraben, wo man sie begraben kann. Es gibt ja das legitime, wenn man von Legitimismus redet, das legitime Beispiel eben des Handschlages. Da gibt es auch ein schönes Bild beim Pan-Europa-Kongress seinerzeit 1972. Ja. Aber wie mir die Pharma, ich aus der Pharma höre, gab es ja auch ein Gespräch mit Kreisky nachher. Natürlich, ja, wir sind dann auch zu ihm hinübergegangen in sein Büro und haben mit ihm gesprochen. Ja, selbstverständlich. Was haben Sie gesprochen mit ihm? Bitte, das kann ich Ihnen nicht mehr genau sagen. Es war im Zusammenhang mit den paneuropäischen Fragen. Es war ja ein Paneuropa-Fest. Ja. Und es war eigentlich, wir haben davon gesprochen, wie man es machen würde, um Österreich in diese Europäische Union irgendwann mal in der Zukunft hereinzubringen. Stimmt es, dass Sie bei der Gelegenheit entdeckt haben, dass Sie den gleichen Lieblingsmaler haben? Ja. Ich habe dort ein Hundertwasserbild gesehen. Und ich habe Hundertwasser sehr gerne. Also vielleicht über Hundertwasser auch, sagen wir mal, eine weitere Brücke, nicht wahr? Und ich meine, schauen Sie, mit Kreisky war es ja möglich, auf allen möglichen Gebieten Verständigung zu finden. Es gibt ja die Geschichte, die wird mir von seinem langjährigen Presseattaché bestätigt, dass Herr Kreisky viel früher versucht hat, das Problem Otto zu lösen. Übrigens Otto, da habe ich zuerst was vergessen, das muss ich schon sagen, zum militärischen Widerstand, auch wenn ich jetzt zurückgreife, das muss ich sagen. Ja. Es ist ja kein Zufall gewesen, dass der Einmarsch der deutschen Armee, glaube ich, hat die Operation Otto geheißen. Operation Otto geheißen, das hat mit Ihnen zu tun gehabt. Ja, natürlich. Also, dass
diesen Otto anders lösen wollte, Kreisky, indem er sie eingebürgert oder reingebürgert oder jedenfalls die Einreise. Einbürgert, ich war ja ständig. Aufhebung bewirkt hätte natürlich, also realisiert hätte, sagen wir so. Und der gleichzeitig sie zum lebenslangen Botschafter beim Vatikan machen wollte. Davon war die Rede. Ob das der Kreisky gedacht hat, das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. An mich ist es herangebracht worden durch einen ÖVP-Abgeordneten. Ich muss jetzt mich überlegen, welcher Name er gewesen ist, wo ich ihm gesagt habe. Aber es war Kreisky damit befasst. Das ist ja. Das habe ich gehört. Aber ich habe es aber nie direkt erfahren. Das ist ganz amüsant jedenfalls. Es ist auch immer amüsant, dass in Franco die Königswürde angetragen hat. Das ist wahr. Ich habe das aber natürlich derartig klar abgelehnt, dass das auch sofort wieder weggefallen ist. Ja, und dann hätten Sie noch eine Chance gehabt, jetzt nach 89 noch einmal König zu werden. Präsident. Ja. Legitimistischer Präsident. Das habe ich auch damals abgelehnt, und zwar aus einem doppelten Grund. Erstens einmal, weil ich mir es ernstlich überlegt habe. Ich war sehr versucht, es anzunehmen. Aber ich habe es abgelehnt, weil ich mir gesagt habe, ich bin der einzige Mitteleuropäer im Europäischen Parlament. Ich habe mich wirklich eingearbeitet. Ich kenne heute den Weg. Ich kann dazu was beitragen, dass diese Völker in die Europäische Union kommen. Und das halte ich für wesentlich wichtiger als alles, was innenpolitisch ist. Sie haben so transponiert, die Gedanken der Donaumonarchie nach Europa. Auf Europa, ne? Schauen Sie, Europa ist ja irgendwo die Verwirklichung des österreichischen Gedankens. Mir ist was Interessantes aufgefallen. Mich hat am meisten beeindruckt, dass Sie gesagt haben, Feindschaften nicht über 2 Jahre pflegen. Ja. Das hat da noch niemand gesagt. Das habe ich selten gehört in meinem Leben. Das ist wirklich eine Grundweisheit. Das ist nicht einfach. Ja. Es ist nicht einfach, aber es muss gemacht werden, weil man doch an sich immer wieder doch auf Aussöhnung hinarbeiten muss. Das ist unsere Aufgabe hier auf dieser Welt, nämlich den Frieden zu bewahren und zu schauen, dass dieser Friede auch tatsächlich einen Inhalt hat. Denn der Friede, wenn er nur als Nichtkriegszustand betrachtet wird, ist nichts. Da ist schon eine innere Einstellung dazu notwendig. Und Lebensweisheit, wissen Sie, ich würde so sagen, Lebenserfahrung kann man etwas sagen. Ich würde sagen, erster Punkt ist der, den habe ich als ganz junger Mensch gelernt. Ich hatte meinen Onkel Prinz Sixtus von Bourbon, wissen Sie, der wegen der Sixtus-Affäre, den habe ich so wirklich bewundert. Hat er in mir dann die Ersetzung des Vaters bedeutet. Das bin ich erst später drauf gekommen. Junge Leute müssen sich immer irgendwo an eine Vaterfigur anlehnen. Mein Onkel Sixtus war das für mich. Und der hat mir einmal ein sehr weises Wort gesagt. Ich habe ihn gefragt, Onkel Sixtus, wie machen Sie das? Sie sind wirtschaftlich tätig, Sie sind ein Schriftsteller, Sie sind ein bekannter Intellektueller, Sie bereiten sich vor auf die französische Akademie, Sie haben politische Interessen. Wie machen Sie das, um die ganze Zeit zu machen? Und dabei schreiben Sie noch Bücher, ausgezeichnet übrigens, Sie waren ein guter Schriftsteller. Daraufhin hat er mir gesagt, ich schreibe meine Bücher in jenen 5 Minuten, die andere Menschen vertrödeln. Und das ist für mich eine Lebenslehre gewesen. Und seitdem ich mir das angewöhnt habe, keine Zeit zu vertrödeln. Ich danke Ihnen. Aber ich möchte Ihnen auch noch danken in anderer Weise. Ich weiß, dass Sie in der Fastenzeit es sehr konsequent tun und sehr konsequent die Fastenzeit beachten. Ja. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass Sie gerne ein Freund des guten Tropfens sind. Das haben wir natürlich nicht irgendwas beisammen gesammelt, sondern das sind jetzt einige Fläschchen eines Dankes. Sie kriegen ja nichts bezahlt, wie Sie es gehört. Ich hoffe, Sie kriegen für andere Dinge mehr bezahlt, damit Sie Ihren Lebensstandard weiterhalten können. Danke. Außer von den Büchern, wenn Sie auch nicht allein leben Bücher, können. Bücher, das tragt doch nicht so viel, denn bei den Büchern ist Was trägt am meisten? Vorträge. Aber ich halte kaum mehr welche, weil ich die Zeit nicht habe. Ja. Ich meine, außerdem bin ich ja Abgeordneter. Ich meine, da kriegt man ein Abgeordnetengehalt und damit komme ich aus. Schauen Sie mal her, eins zeige ich Ihnen wenigstens nicht. Ja. 1964, Propstei Weingut, Grüner Veltliner, 1964. Wie schön. Eine schöne Sache. Das ist wirklich was Wunderschönes. Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen. Danke vielmals. Danke fürs Hier sein und alles Gute. Danke. Und Ihnen 86, auch. Nächstes Jahr feiern wir 20 Jahre Europaabgeordneter. Ja. Und in 4 Jahren
feiern Sie dann den 90. Ja. Und vielleicht können wir es gemeinsam machen, ich den 75. Das wunderbar, das wäre schön. Das wäre eine schöne Sache. Das wäre schön. Ich richte mich auf an Ihnen. Danke. Nicht in allem. Nein, das natürlich nicht. Gott sei Dank nicht.